Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Und mit der wunderbaren Nachricht, dass wir hungrig sind, begrüße ich Barock. Moin. Und Yuyuka. Hallo, und ich schließe mich damit an. Essen fassen. Ich nehme heute den leckeren Hirschbraten des Hauses, und du? Gebratenes Wild. Hammelkeule. Ganz. Jetzt übertreiben. Hoppla, das ist ja leer. Wo ist mein Essen? Ach da. Na, willst du doch eine Hammelkeule? Oder schmeckt Ihnen die aufgeschäumte Senfsoße nicht? Nein, ich nehme das, was ich möchte. Gesagt habe, ich nehme gebratenes Wild. Was habe ich denn zu... Ach, ich wollte die Auftragsarbeiten umsortieren. So, Essen ist wieder drin. Ich werde mich wieder meiner Apfelplantage widmen. Tja, ich werde mich erstmal wieder der Lederherstellung und so widmen. Ich habe ja hier oben noch einiges abzutragen. Könntet ihr mal kurz hochkommen, bitte, wenn ihr Zeit habt? Ich möchte was von euch wissen. Ich bin gerade an Leder herstellen. Wird das jetzt wieder was, wonach wir uns dann auf den Kopf schlagen und uns denken, warum konntest du das nicht fragen, als wir unten standen? Nein, ich möchte nur wissen, wie lang ich die Apfelplantage in die Länge ziehen kann. So viele, wie du meinst. Mach so weit, wie du meinst. Wenn es im Weg ist, kloppen wir es weg. Das wird groß. Das wird hier richtig groß. Ich sehe mich schon. Willst du wieder alles flecken? Bin ich schon längst bei. Oh. Du, die Erde, die ich hier oben abtrage, kann ich unten für die Bauplätze gebrauchen. Siehst du es mal so? Warum? Es muss industrial aussehen. Nein! Warum muss es das? Wo ist eigentlich der Flug jetzt? Aber lass bitte ein bisschen mehr Platz zwischen den Bäumen, ja? Ja. Ein Weg. Nein, nicht wie hier in der Plantage. Das ist viel zu eng. Da kannst du ganz schlecht die Bäume unterscheiden, wann du wo Äpfel genommen hast. Das ist ungünstig. Hey, der Flug steht ja schon. Ja? Ist der auch schon benutzt? War? Nein. Benutzbar ist er, ja. Benutzt worden ist er noch nicht. Soll ich das machen? Ja, kannst ja flügen. Wo willst du denn was anlegen? An dem letzten Feld dran. Da wollte ich ein ganz langes Feld ziehen für unseren ganzen Flachs. Welche Größe hatte das? 12x7 wolltest du? 12x20. 12x20? Ja, wenn du einen Flug hast, dann musst du auch ein bisschen Strecke haben, sonst brauchst du den nicht. Da steht aber eine Falle im Weg. Ja, und flüge drüber. Ah. Musst du selbst machen. Weil? Ich kann den Gegenstand nur aufheben. Ja, aufheben ist doch benutzen, oder nicht? Nein. Doch. Und da musst du den einfach schieben. Also außer ich leg mich jetzt auf den Rücken und stampel mich mit den Füßen vorwärts. Das war der Plan, ja. Ich trag den Flug gerade auf dem Rücken. Ja, da sollst du ihn nicht tragen. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Soll so viel heißen wie Landwirtschaft zu niedrig. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Die Bäume stehen hier unten doch perfekt. Überlappen sich die Äste? Ja. Dann stehen sie nicht perfekt. Boah, das wird ein Riesending dann da oben, wenn ich dazwischen jeweils einen freilassen muss. Du hast doch jetzt schon einen frei, oder nicht? Ich hab jetzt schon die erste Reihe gepflanzt. Ja, aber nicht so eng wie vorher. Das ist scheiße. Wenn du da größere Mengen sammeln musst, das ist echt unübersichtlich. Weil du kannst die Bäume auch untereinander ganz schlecht anklicken, weil dir immer der andere dazwischen springt. Ego-Ansicht. Das ist ein Graus. Lass einfach mehr Platz. Wie gesagt, einen Karren habe ich hier oben fürs Haus, ja. Für die Erde. Den anderen Karren hatte ich mit Sand und dem. Wie hieß das noch?
was weiß ich, verwendete Erde-Dingens. Krams. Verwendete Erde-Dingens-Krams ist natürlich sehr wichtig. Ja. So, ich werde mal wieder ein bisschen Leinen spinnen. Brache. Die Brache. Krieg ich schon Schuhe? Könnte klappen. Ich muss erstmal Leinen herstellen. Dann sehen wir weiter. Warum habe ich eigentlich keinen Adventskalender? Gibt's nicht wegen Feld aus. Oh, aber es ist doch schon der 15. Dezember. Oh. Mann, du. Gibt keinen Weihnachtsmann, hat dir schon jemand erzählt, oder? Musstest du jetzt seine Träume vernichten? Sei so froh sein, dass nur die Träume sind. So. Wenn ich die Geschichte wirklich in Erinnerung habe, haben mein Bruder und ich irgendwann von selbst rausgefunden, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Echt? Oder ich dachte irgendwann, mein Weihnachtsmann wäre mein Onkel, der sich einen weißen Bart umgehängt hat. Hm. Wir hätten uns unterm Tisch versteckt und es standen Würstchen auf dem Tisch. Oh mein Gott. Er kam rein, hat den Bart ausgezogen und Würstchen gegessen. Na super. Ja, ich wusste immer, dass mein Vater der Weihnachtsmann war, weil wir mussten die Engel spielen. Wir waren immer auf so einem großen Fest dabei. Und haben dann für andere Kinder da. Das war immer, boah, Boden tu dich auf, ich versinke. Und dann gerade mit meinem Charakter, weißt du? Stellt euch das mal heute vor. Mit seiner Statur? In so einem weißen Kleidchen mit Engelsflügeln und einem goldenen Heiligenschein. Eine lange blonde Perücke. Vergiss dich, Jafe. Bling, fling, fling. Ja, das war eine peinliche Geschichte. Da habe ich alle Fotos, die davon existieren, vernichtet. Wirklich alle? Ja. Ich bin sicher, ich finde noch irgendwo eins. Wenn es eine öffentliche Veranstaltung war. Ja. Irgendeine Zeitung hat da sicher ein Foto von. Oh, mach dir keine Hoffnung, ich habe das Internet gelöscht. Oh, wie zocken wir denn gerade? Weiß ich noch nicht, aber nicht übers Internet. Ein LAN-Kabel, das 130 Kilometer von mir zu euch leicht. Boah, wie viel Ping man dann wohl hat. Du musst, glaube ich, nur genug Verstecker zwischensetzen. Also ich weiß, dass wir mal ein LAN-Kabel 40 Meter über ein Dach gelegt haben. Oh ja, und das war eine Qual, das zu legen. Das war lustig, ne? Ja, das war lustig. Weil ich mit meinen Eltern in einem riesen Haus gewohnt hatten und wir zu geizig waren für zwei Internetanschlüsse. Und dann haben wir gedacht, ach, mach doch von dem einen Router, leg ein LAN-Kabel rüber. Haben wir dann 320 Meter LAN-Kabel geholt mit Verlängerungssteckern. Haben die schön alle wetterisoliert und so und haben dann das Ding komplett aus dem Fenster raus, aufs Dach, übers komplette Dach, was so U-förmig war, so halbwegs, runter in die andere Butze rein. Hat dich auch nur fast das Leben gekostet, wenn ich dich dran erinnern darf. Das auch, ja. Aber gut, das ist in meinem Leben schon öfter passiert. Du hast einen Körper von einem 30 Meter? Ja, 20? Was meinst du? Schornsteinende, wo du abgesiegelt bist, bis runter in den Innenhof. Nee, so hoch war das nicht, nee, aber... Das war, glaube ich, irgendwie 8 Meter oder so. Nee. Das war im vierten Stock. Mehr als 8 Meter. Ach, was. Du, sind schon Leute bei 2 Metern gestorben. Ja, aber ich doch nicht. Der Innenhof ist nicht mit Gras, wie man so könnte. Nein, da unten waren dann große Betonplatten, weil da noch ein Vorgarten war. Und danach die Betonplatten kaputt. Halt mal an da.
Pack so einen Handelsbildschirm. Ja. Geil. So, fehlt noch einer. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Ich bin unten am Kampfplatz. Du kriegst keine Schuhe. No. Du kriegst eine Mütze. Aber da sieht man meine schönen Haare nicht mehr. In Pink, mit Bommel. Yay! Dann will ich auch so Fäustlingshandschuhe. Ja, genau. In Blau-Gelb geringelt. Aber das Geilste an diesem LAN-Kabel war eigentlich, dass es durch einen Fensterrahmen gebohrt worden ist. Und bei der Aktion sind 3 Stahlbohrer draufgegangen. Wenn ich mich noch recht erinnere. Ja, diese unzerstörbaren Fenster, ne? Sah lustig aus. Kleines Loch und 3 oder 4 verschmorte Bohrer daneben. Da habe ich mich echt gefragt, auf was für Material das da war. Also das war echt hartnäckig, das Zeug. Wenn ich bedenke, dass man, wenn man bei dir ein Bild in die Wand hauen wollte, vorher ein Loch reinbohren musste. Tja. Schicke Schuhe. Gut, ne? Weil zur Erklärung, Herr Barock hat früher in einem alten Bunker gewohnt, was bei uns in der Stadt als im Zweiten Weltkrieg als Kommandozentrale der Marine erzählte. Stützpunktkommandantur war da drin? Irgendwas mit der Marine, fragt mich nicht was. Aber das war erster WK irgendwie noch. Warum kann ich den Flug nicht benutzen? Flug braucht Landwirtschaft oder fortschrittliche Landwirtschaft, glaube ich, 60. Hab ich doch, oder nicht? Fortschrittliche? Fortgeschrittene? Ich guck grad. Du kannst einen Flug benutzen. Ab 58,6. Dein Ernst? Das alte Problem. Das hier wieder lästig. So, dann müssen wir es irgendwie anders machen jetzt. Da muss ich jetzt erstmal dumm außer Wäsche gucken. Was macht jetzt mein Plan kaputt? Hast du nicht noch ein bisschen Mehl, was du herstellen kannst? Das geht das nicht auf Kochen? Lies genau durch. Du kannst Mehl herstellen. Fähigkeitsstufe 0. Ah ja, gut. Dann opfere ich noch ein bisschen was von unserem Weizen, der eigentlich zum Anbau gedacht war. Vielleicht reicht ja, wenn ich einmal mahle. So, mahlen. Ich erstmal nur einmal Mehl. Was malst du denn? Bilder. Deswegen frage ich ja. Was denn für Bilder? Aus weißem Schnee. Nein, reicht natürlich nicht. Ich mach's zweimal. Weiße Deckfarbe auf weißer Leinwand. Ja. Ich sage jetzt nur. Weißes Pferd auf weißem Grund. Französische Kriegsflagge. Das ist ja kein Bild, das ist ja eine Flagge. Aber das Prinzip ist wahrscheinlich gleich. So.
machen wir das auch. So, dann habe ich jetzt genug, um den Flug zu benutzen. War also eine gute Idee von mir. Ja, es hat uns aber nochmal 10 Weizen gekostet. Das ärgert mich ein bisschen. Boah, 4 Stunden bevor die Kräuter reif sind. Krass. Geht schnell? Ja, noch 4 Stunden, ne? Wenn man bedenkt, dass es bei der Einstellung unseres anderen Servers 18 Stunden sind. Oh, gut. Irgendwas ist hier immer. Ich baue an den Übungsplatz übrigens noch eine Bogenbahn an. Hervorragend, ja. Du hast die Frage, ob die Bogenscheibe inzwischen auch zum Skillen reicht. Ich denke nicht, aber rein für Deko. Und eine kleinere Stelle für Übungspuppen zum Nahkampf baue ich auch noch an. Ja, sehr gut. Der Hauptplatz für unseren Nahkampf, Mann gegen Mann, und ansonsten so kleinere Stellen für Übungspuppen und Zielscheiben und so. Dann könnte man später eigentlich auch so einen kleinen Mauerabschnitt bauen, der einfach nur so Mauerabschnittmäßig ist, einfach nur eine Wand, zum Üben von Belagerungen. Was denn? Achtung, Kröms. Ups, das war das Haus von dir. Hier ist doch irgendwas, wo nichts im Weg steht, wo man auch mal mit einer Belagerungswaffe drauf schießen kann zum Testen. Oder halt einfach so, nur, damit es cool aussieht. Ich flüge jetzt einfach mal hinter den alten Feldern nochmal eine Strecke lang, dass wir quasi 2 Felder hintereinander haben. Ich mach das jetzt auch einfach nach gut Dünken, ich zähle das jetzt nicht ab. So, neue Richtung und los geht's. Oh, ganz weit kommen wir da nicht mehr. Scheiße. Da ist ja schon Sand. Ah, da kann man auch drauf pflanzen. Ich glaube nicht, Tim. Doch, so schöne Sachen wie Algen. Wenn du mehr Salz drauf gibst. Ganz viel. So Algen im Kopf, oder? Ja. Ich mag Algen. Wir bilden so eine Symbiose. Die Algen geben mir Intelligenz, dafür gebe ich ihnen Salzwasser. Bitte? Genau. Moment, ich muss dich, glaube ich, mal eben mit Intelligenz buffen. Kein Int-Buff für unseren Krieger. Charge! irgendwie flügt er nicht weiter. Bewegt sich doch. Ja, aber er flügt nicht. Drück mal V. Warum? Flug senken. Nee, falsches Spiel. Hast du Spurreise aktiviert? Ja. So, siehst du, wo du langfährst? Komisch, hier geht's wieder. Warum holst du eigentlich kein Pferd zum Flügen? Geht das? Nee, das ist ein Pferd verspannt. Das ist ein Flug zum Schieben. Oh. Aber ich versuche das gleich mal vor einen unserer Karren. Das wäre ja auch nochmal eine Idee. Ja.
Ich weiß nicht, ob die dafür eine Ausbildung brauchen. Oh, da müssen wir noch den Reitplatz bauen. Ja, aber das ist ja Schlachtrossausbildung. Ja und? Willst du keinen Schlachtross? Ah. Okay, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Du kannst mit dem Pflug nur ebene Flächen umgraben. Ebene. Das heißt also, ich muss da auch noch runter und da auch noch eine riesen Fläche flatten, oder wie? Nee, das willst du nicht flatten. Wenn wir uns alle dran setzen? Doch. Nein, das willst du nicht flatten. Alter, das ist auf dem Hang. Gut, dann bleibt doch nur die altertümliche Methode. Dann muss ich mir für den, für die Sachen dann tatsächlich eine gerade Fläche suchen für den Flug. So, aber es ja, ist auch langsam wieder an der Zeit übrigens. Okay. Wollen wir uns treffen oder was? Siempre. Bin auf dem Weg. So. Okay. Tja. Lass mich raten, ich war schon wieder. Jo. Ach Mensch, ich vergesse es immer während der Folge, wer abmoderiert. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ein Abo geben, freuen wir uns immer alle drüber. Wenn ihr bei mir guckt, guckt bei den anderen, wenn ihr bei den anderen guckt, guckt nur bei mir weiter, wie immer. Ja, wenn es euch nicht gefallen hat, wenn euch irgendwas nicht gefällt, schreibt es uns unten in die Kommentare. Wenn wir es nicht wissen, können wir es auch nicht ändern. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.